Nur weil das vielleicht der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, heißt das nicht, wir arbeiten nicht zusammen. Herr Kinkel, Sie kannten ihn besser als die allermeisten anderen und haben über ihn mal gesagt, er war vor allem treu. Ja. Haben Sie noch so eine gefährliche Situation, die Ihnen unvergesslich bleibt? Ja. Man konnte aber auch mit ihm streiten. Er konnte auch mal Türen zuschlagen, oder? Ja. Es gibt ja Unmengen von Geschichten über und mit Hans-Dietrich Genscher. Auch Sie haben mal erzählt, dass Sie sich gegenseitig immer wieder alte Geschichten erzählt haben. Haben Sie so eine Lieblingsanekdote für uns? Ja. Das heißt, er hatte also auch Humor. Er hatte Humor, ja, eine ganze Menge. Man konnte mit ihm lachen, aber ich habe jetzt gerade rausgehört, er sagte zu Ihnen immer noch Herr Kinkel und Sie zu ihm Herr Genscher, all die Jahre durch. Ja. Aber Genscher war doch schon ein Netzwerker, auch einer, der sehr auf persönliche Freundschaften gesetzt hat, mit anderen Außenministerkollegen zum Beispiel. War das auch ein Geheimnis seiner Diplomatie und des Erfolgs? Ja. Wir haben jetzt wieder heute sehr oft gesehen den historischen Abend auf dem Balkon der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Was viele ja gar nicht wissen, in den Wochen davor ging es Genscher ganz besonders schlecht. Er hatte gerade wieder einen Herzinfarkt überlebt. Haben Sie ihm manchmal geraten, achten Sie doch mal mehr auf sich selbst? Ja. Den Vorwurf, dass Geheimdienste ihre Kenntnisse zurückhalten, weist der Verfassungsschutz aber zurück. Wir tauschen auch Gefährderdaten aus. Aber es bedeutet nicht, dass, weil wir eng zusammenarbeiten, dass wir es auch offen bekannt geben. Und nur weil es vielleicht der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, heißt das nicht, wir arbeiten nicht zusammen. Die Einbruchszahl stieg letztes Jahr um 10%. Bargeld ist das beliebteste Beutegut. Sagt Rainer Wendt, er hat eine geile Idee, gegen den Trend anzugehen. Wir müssen am besten vorher schon am Tatort sein, um die Einbrecher in Empfang zu nehmen.